Camping liegt im Trend, erst recht seit Corona. Doch hier haben alte Hasen ihre Zelte aufgeschlagen. Seit über 50 Jahren findet in Schellbronn südlich von Pforzheim jeden Sommer 3 Wochen lang die Campingkirche statt. Morgenbesprechung und Vorbereitungen für die heutige Bastelaktion. Ein Rahmenprogramm für Jung und Alt begleitet die Urlaubsgäste des benachbarten Campingplatzes genauso wie Anwohner aus der Region durch die Ferienzeit. Jedes Jahr wird für das Team der Campingkirche eine Wagenburg aufgestellt. Das Leben der mehr als 20 Ehrenamtlichen spielt sich um und auf dem Campingplatz ab. Immer vor Ort zu sein hat nicht nur praktische Gründe. Man versteht sich hier ganz bewusst als Camper unter Campern. Camping bedeutet, ich mache Urlaub, ich bin auf dem Platz, ich bin offen für Begegnungen. Wer campt, begegnet Menschen ständig und überall, an der Spülküche oder. Und Kirche, finde ich, braucht auch den Raum, dass sie sagt, wir gehen auf Menschen zu und wir sind da, wo die Menschen einfach sind. Den Schellbronner Campingplatz prägen vor allem Dauercamper. Für viele Kinder ist der Aufenthalt hier mit Eltern oder Großeltern ein Fixpunkt im Jahr. Und dazu gehört auch die Campingkirche. Die Mädchen gehen gerne hin, die kennen das nicht mehr anders. Also ich glaube, wäre es jetzt nicht, dann würde denen was fehlen, ja. Jeden Morgen kommen Zoe, Leonie und Amelie zum Kinderprogramm. Wegen Corona müssen alle feste Sitzplätze haben. Begegnung und Gemeinschaft sind nur auf Distanz möglich. Und die Bastelaktion gibt es to go, zum Mitnehmen. Vor allem für das routinierte Team fehlt was vom gewohnten Campingkirchen-Feeling. Da merke ich schon, dass es für die Mitarbeiter eine große Herausforderung ist, nur ein Frontalprogramm zu machen, weil da ist eine Kontaktaufnahme was ganz anderes. Und bei den Jugendlichen ist es tatsächlich auch so, die haben eher halt dann erlebnispädagogische Spiele oder so Capture the Flag, wo man sich abschlagen muss, rumrennen. Das geht alles dieses Jahr nicht und das war sehr herausfordernd für die Mitarbeiter im Vorfeld. Von den Teilnehmenden wird das etwas andere Format gut angenommen. Sie wissen vielleicht gerade in diesen unsicheren Zeiten die Kontinuität zu schätzen. Also ich bin mit manchen von den Betreuern bin ich ziemlich gut befreundet jetzt. Also wir kennen uns halt auch schon länger dann. Es macht einfach Spaß mit den anderen, also auch mit Freunden zu singen, Spiele zu spielen, verschiedene Sachen zu machen, das macht einfach Spaß. Die Campingkirche rahmt für die Besucherinnen den Tag. Vor allem abends kommen viele in und um das große Zelt. Um Puppentheater zu sehen, Geschichten zu hören, gemeinsam zu rätseln und zu reimen. Die Macherinnen und Macher möchten den Menschen in ungewissen Zeiten eine Gewissheit mit auf den Weg geben. Dass Herzlichkeit, dass die gute Nachricht, dass ein Miteinander trotz Abstand möglich ist. Und dass wir, auch wenn wir keinen direkten Kontakt haben können oder Spiele nur begrenzt möglich sind, wir den Kontakt nicht scheuen und dass wir offen sind dafür, mit Menschen unterwegs zu sein.